Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es mal wieder um zwei Trampermorde. Und in diesen beiden Fällen vermutet die Polizei den gleichen Täter. Einmal geht es um den Fall Ingrid Karrer. Die Tat geschah am 19. April 1983 beziehungsweise 20. April 1983. Da gibt es so ein paar Unklarheiten in der Darstellung bei Aktenzeichen Y und auch in den sonstigen Medien. Dazu komme ich aber gleich nochmal zu sprechen. Und um den Fall von Angelika Stegle vom 16. Juli 1985. Dargestellt wurden die beiden Fälle in einem Filmfall in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 21. Februar 1986. In seiner Einleitung sagt Eduard Zimmermann, dass die Kripo in Freiburg seit einem halben Jahr versucht, das Schicksal einer Schülerin aufzuklären. Die Ermittlungen haben die Beamten sehr bald zu der Überzeugung geführt, dass sie in diesem Fall vermutlich nur erfolgreich sein werden, wenn sie gleichzeitig ein anderes Verbrechen klären, welches zwei Jahre früher stattfand. Die filmische Darstellung beginnt dann mit dem zweiten Fall, dem Fall von Angelika Stegle. Angelika Stegle ist 17 Jahre alt und versucht wie viele junge Leute, sich von ihrem Elternhaus etwas unabhängiger zu machen. Deshalb arbeitet sie auch im Frühjahr 1985 als Aushilfe in einem Schnellrestaurant in Freiburg. Ich vermute mal, dass es sich dabei um McDonald's handelt. Einmal wegen der Aufmachung am Set in der filmischen Darstellung und ebenso gibt es seit 1977 McDonald's in Freiburg. Mit dem Geld, das sie dort verdient hat, will sie zusammen mit einer Schulfreundin eine Reise nach Griechenland machen. Am 24. April hat sie ihre letzte Schicht in dem Schnellrestaurant. Das Restaurant liegt im Zentrum von Freiburg, direkt unter dem Martinstor. Das dürfte dann auch das erste McDonald's-Restaurant gewesen sein, welches 1977 in Freiburg eröffnet wurde. In unmittelbarer Nähe von dem McDonald's befinden sich weitere Gaststätten und Geschäfte. Unter anderem auch die Martinsklause, die in der Darstellung als populärer Stehausschank bezeichnet wird. Das Zuhause von Angelika befindet sich in der kleinen Winzergemeinde Balrechten-Dottingen. Diese hatte mit Stand vom 31. Dezember 2008 2200 Einwohner. Also mal wieder eines der kleinen Örtchen, von denen es schwer ist, in den Abend- oder Nachtstunden zu fahren oder diese zu erreichen, wenn man nicht selber motorisiert ist. Der Ort ist 25 Kilometer von Freiburg entfernt und Isolde Tümmler als Sprecherin erwähnt dann auch in der Darstellung, dass es wie meistens auf dem Land mit den Verbindungen von öffentlichen Verkehrsmitteln sehr begrenzt ist, sodass die jungen Leute des Ortes dann recht häufig per Anhalter unterwegs sind. Angelikas Vater ist Studiendirektor und unterrichtet an einem Gymnasium in dem Nachbarort Staufen. Auch die Mutter von Angelika ist Lehrerin. Allerdings ist sie aus gesundheitlichen Gründen seit Mai 1985 nicht mehr berufstätig. Angelika selber besucht die 11. Klasse des Gymnasiums. Sie ist dort Klassenbeste, Sport- und Musikbegeistert und auch recht beliebt. Am Abend des 15. Juli 1985 geht Angelika zusammen mit ihrer Schulfreundin Conny ins Kino in Freiburg. Dort wollen sich die beiden den Film Die Ritter der Kokosnuss ansehen. Ich denke, der Film ist jedem von euch bekannt. Und dieser Film muss eine besondere Faszination auf Angelika Stegle ausgeübt haben. Denn an diesem Abend sieht sich den Film zweimal an. Einmal zusammen mit ihrer Schulfreundin Conny um 18 Uhr. Und später nochmal alleine in der Abendvorstellung. Dabei werden dann auch ein paar Sequenzen aus dem Film in der Darstellung gezeigt. Nach der Abendvorstellung, in der sie dann alleine war, trifft sie dann noch zwei Mädchen aus ihrer Schule. Dabei wird noch erwähnt, dass Angelika einen großen Bekanntenkreis hat. Die beiden Mädchen, so zumindest in der Darstellung, wollen nach dem Kinobesuch mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Und Angelika meint, dass es ganz schön sportlich ist, jetzt nach über 20 Kilometern mit dem Fahrrad zu fahren. Die beiden Freundinnen meinen, dass es immer noch besser ist, als zu trampen und fragen Angelika, wie sie denn nach Hause kommt. Angelika antwortet darauf, dass sie sich noch jemanden sucht, der sie mitnimmt,
jemanden, den sie kennt. Und Angelika sucht dann tatsächlich in mehreren Freiburger Diskotheken nach einer Mitfahrgelegenheit. Aber offensichtlich hat sie niemanden gefunden. Es ist dann mittlerweile der 16. Juli 1985 und gegen 0.30 Uhr wird sie dann zum letzten Mal gesehen. Und zwar von einem früheren Kollegen, der immer noch bei McDonald's am Martinstor arbeitet. Und zwar durch die Fensterscheibe. Angelika steht draußen, deutet dem ehemaligen Arbeitskollegen an, dass sie jetzt nach Hause will. Bei ihren Eltern in Wallrechten-Dottingen kam sie jedoch nie an. Am nächsten Morgen geht ihr Vater dann zur Polizei und erstattet Vermisstenanzeige. Er geht davon aus, dass ein Unfall passiert ist. Die Polizei sagt ihm aber, wenn da ein Unfall passiert wäre, dann wüsste die Polizei dies. Die Polizei fragt dann, ob es nicht doch irgendjemanden gibt, wo sie übernachtet hat. Aber der Vater entgegnet, dass sie dann auf jeden Fall vorher angerufen hätte. Sie wäre bisher niemals weggeblieben, ohne Bescheid zu sagen. Und dann wird die Polizei wissen, wie sie dann normalerweise nach Hause gekommen ist, ob sie vielleicht manchmal getrampt ist. Und der Vater sagt, dass sie das schon manchmal gemacht hat und er deswegen oft genug geschimpft hat. Der Polizei schwant da nichts Gutes, wenn Angelika dann wirklich getrampt ist. Und er erinnert sich dabei an den Fall von Ingrid Karrer. Der eine der Kriminalbeamten sagt dann, dass es in beiden Fällen auffällige Parallelen gibt. Ingrid Karrer wohnte ebenfalls in Wallrechten-Dottingen und auch sie trampte gerne hin und her auf derselben Strecke wie Angelika Stegle. Der andere Kommissar meint dann, dass aber fast alle die Trampen die gleiche Strecke benutzen. Und dann wird hier auch noch einmal nachgestellt, wie Ingrid verschwand. Auch sie ist gegen 0.30 Uhr morgens verschwunden und ebenfalls verschwand sie auch direkt am Martinstor. Sie wurde laut der Darstellung zuletzt am 19. April 1983 gegen 0.30 Uhr zuletzt neben McDonald's gesehen. Und Angelika Stegle wurde ja zuletzt vor diesem McDonald's gesehen. Um es zu konkretisieren, Ingrid war letztmalig in der Martinsklause gesehen worden, denn dort hat sie gearbeitet. Als sie dann um 0.30 Uhr Feierabend macht und nach Hause will, fragt ihre Arbeitskollegin, wie sie denn jetzt nach Hause kommt. Und Ingrid sagt, per Anhalter, oder ob sie glaubt, dass jetzt noch ein Bus nach Wallrechten dorthin geht. Ingrid verabschiedet sich dann, verlässt die Martinsklause und wurde nicht mehr gesehen. Ein Jahr später wurden dann ihre sterblichen Überreste im Wittenauer Gemeindewald gefunden. Zuerst nur der Schädel, die anderen Knochen wurden dann später in der Nähe gefunden und alle Körperteile oder Skelettteile waren vergraben. Die Leiche wurde auffallend fachmännisch zerteilt. Ebenso wurde am Fundort noch eine Hacke gefunden, mit der offensichtlich alles vergraben wurde. Die Skelettteile wurden dann in die Rechtsmedizin gebracht und anhand des Zahnschemas wurde dann ermittelt, dass es sich um Ingrid Karrer handelte. Und mit der Vermutung, dass beide Fälle zusammenhängen, endet dann die filmische Darstellung. Eduard Zimmermann beginnt dann die Einleitung der Nachbesprechung damit, dass es in der Tat eine ganze Reihe von Parallelen gibt, auf die die Freiburger Kripo bei ihren Ermittlungen gestoßen ist. Der zuständige Kriminalhauptkommissar bestätigt dann noch einmal, dass man nach Lage der Dinge davon ausgehen muss, dass beide Taten von dem gleichen Täter verübt wurden. Ingrid Karrer wurde vermutlich direkt nach ihrem Verschwinden am 20. April 1983 getötet. Also da sagt der Kommissar dann 20. April 1983. Und ich gehe auch mal davon aus, dass dies der Tattag war. Der Täter zerteilte sie und hat diese einzelnen Fragmente dann an verschiedenen Stellen im Gemeindewald von Wittenau vergraben. Die Zerteilungen sind vermutlich weder im Wald noch in einem Fahrzeug erfolgt, sondern wahrscheinlich in einem geschlossenen Raum. Der Täter hat dabei gewisse anatomische Kenntnisse aufgezeigt. Aber es wird nicht von einer fachmännischen Zerteilung, wie zum Beispiel bei einem Metzger oder Jäger gesprochen. Eduard Zimmermann sagt dazu, dass der Täter bei den Grabarbeiten im Gemeindewald beobachtet worden sein könnte. Dann wird noch die Hacke gezeigt, die an einer der Fundstellen sichergestellt wurde und die der Täter vermutlich zurückgelassen hat. Diese seht ihr jetzt hier auch eingeblendet. Die Hacke war vermutlich mal grün angestrichen,
Das zeigen auf jeden Fall grüne Farbreste, die an ihr gefunden wurden. Weiterhin wurden Mörtelspuren an der Hacke gefunden. Dann kommt man noch einmal auf das Verschwinden von Angelika Stegle zu sprechen. Das Besondere war, dass sie im linken Nasenflügel einen Ohrstecker mit einem kleinen Strassstein trug. Und 8 Tage nachdem Angelika verschwand, hat ein Unbekannter bei der Großmutter angerufen und mit ausländischem Akzent 2 Worte gesagt. Angelika Ford. Dies wiederholte er noch einmal und legte dann auf. Das war dann auch das Ende der Nachbesprechung. In der Folgesendung am 21. April 1986 gibt es dann ein Update im Fall von Angelika Stegle. Am 20. März wurde die Leiche von Angelika in einem Bachlauch zwischen Wallrechten-Dottingen und Heitersheim gefunden. Sie war unter einem Heuhaufen versteckt. Der Täter dürfte dann einige Gegenstände mitgenommen haben, die Angelika bei sich hatte. Einen Ohranhänger mit Strasssteinen, eine Umhängetasche aus naturfarbenem Leder und ihre dunkelblauen Pumps. Das heißt, ihre sterblichen Überreste wurden ziemlich genau 1 Monat nach Ausstrahlung der Sendung gefunden. Zuvor blieb die Leiche 8 Monate unentdeckt. Konkretisiert wurde das Ganze nochmal in einem Artikel. Die Leiche wurde an diesem Donnerstag, dem 20. März 1986, gegen 7.30 Uhr von einem Bauarbeiter entdeckt. Auch beim Fund von Ingrid Karra wurde nichts weiteres mehr gefunden, also auch nicht ihre Kleidung. Auch diese dürfte der Täter entweder an sich genommen oder an einem anderen Ort entsorgt haben. Diese beiden Fälle sind in den Medien nicht mehr präsent. Vermutlich, da es keine DNA-Spuren oder ähnliches gibt, die zum Täter führen könnten. Diese beiden Taten werden immer mal wieder mit dem Fall von Concetta Daniele aus dem Jahr 1994 in Verbindung gebracht. Sie wurde letztmalig am 23. Oktober 1994 gegen 23 Uhr im Habsburger Weg gesehen. In der Aktenzeichen Y-Darstellung zu diesem Fall am 29. September 1995 sagt Eduard Zimmermann, dass es die Kriminalpolizei für möglich hält, dass es sich bei diesem Täter um den gleichen Täter handelt, der auch für 2 Taten verantwortlich ist, die 10 Jahre zuvor in Freiburg verübt wurden, und meinte damit die Fälle Angelika Stegle und Ingrid Karra. Zu diesem Fall habe ich auch bereits ein Video gemacht und verlinke es euch in der Beschreibung. Die Entfernung der Habsburger Straße zu dem Ort des Verschwindens von Ingrid und Angelika beträgt auch nur 1,4 Kilometer. Ich bin von der Adresse am Martinstor bei der Adresse der dortigen McDonald's-Filiale ausgegangen. Und ich glaube, ich habe vorhin Habsburger Weg genannt oder gesagt, es handelt sich aber um die Habsburger Straße. Bei der damaligen Martinsklause müsste es sich eigentlich um das heutige Martinsbräu handeln. Diese hat nämlich folgende Adresse: Kaiser-Josef-Straße 237 und die McDonald's-Filiale hat die Hausnummer 252. Auffällig ist natürlich, dass beide Opfer zuletzt in sehr unmittelbarer Nähe von einem Fußweg, also die beiden Punkte, die Martinsklause und McDonald's, sind gerade mal zu Fuß 1 Minute voneinander entfernt. Beide hatten vor zu trampen. Beide hatten den gleichen Weg vor sich. Wo sind die Unterschiede? Ingrid Karren wurde zerteilt, Angelika abgelegt und nicht zerteilt. Aber vielleicht gibt es dafür eine Erklärung. Dies könnte damit zu tun haben, dass die Leiche von Ingrid trotz seiner Mühen relativ schnell entdeckt wurde. Und bei der 2. Tat hat er einfach von dieser Arbeit des Zerteilens dann abgesehen. Beide Opfer wurden gegen 0.30 Uhr zuletzt gesehen. Und dann komme ich nochmal auf diese Unklarheit zu sprechen wegen des Datums. Es wurde einmal gesagt am 19. April um 0.30 Uhr und dann als Tag ihres Verschwindens wurde der 20. April genannt, weil der Kommissar sagte, sie wurde am gleichen Tag des Verschwindens getötet und nannte dann den 20. April. Wenn wir uns jetzt die Tage des Verschwindens anschauen, gibt es da eine gewisse Relevanz.
Ich vermute also, dass sie am 20.04. verschwunden ist, da dies der Kommissar so sagte und in der filmischen Darstellung eventuell ein Fehler vorliegen könnte, da sie ihre Arbeit kurz nach Mitternacht beendet hat. Ich gehe mal davon aus, ihr wisst, was ich meine. Der 20. April 1983 war ein Mittwoch. Der 16. Juli 1985 war ein Dienstag. Also es handelt sich bei beiden Tagen des Verschwindens um einen Tag mitten in der Woche und die gleiche Uhrzeit. Es müsste oder könnte jemand sein, der innerhalb der Woche aus irgendeinem Grund dort um diese Uhrzeit zu tun hat. Eventuell jemand, der dort auch arbeitet und eventuell zur gleichen Zeit Feierabend hat. Vielleicht ein bisschen früher. Jemand, der sich in der Gegend auskennt. Jemand, der eventuell in beiden Lokalitäten Gast war und den vielleicht auch die beiden Frauen als Gast kannten, wo vielleicht schon mal das eine oder andere nette Wort gewechselt wurde und deswegen die beiden Frauen auch nicht argwöhnisch waren, als er sie mitnahm oder es ihnen angeboten hat. Ich weiß ja nicht genau, da müssten wir mal die Freiburger helfen. Ist dort am Martinstor so eine Art Abtrennplatz gewesen, also ein Platz, an dem bekannt war, dass sich dort Tramper aufhielten? Mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass die beiden Opfer den Täter zumindest vom Sehen her kannten und vielleicht gerade deswegen Angelika nicht abgeneigt war und sich sagte, ach, den kenne ich ja, da fahre ich mit, weil sie ja vorher gesagt hatte, dass sie jemanden suchen will, den sie kannte, mit dem sie mitfährt. Und dann ist eben auch noch zu bedenken, dass der Bereich um das Martinstor doch recht belebt war, also generell zumindest. Aber keiner die beiden dort irgendwie noch als Tramperin gesehen hat. Sie müssen also sehr schnell, nachdem sie, also wie Ingrid, aus dem Lokal, aus der Martinsklause rausgekommen ist und Angelika dem ehemaligen Arbeitskollegen angedeutet hat, dass sie jetzt losfährt, in ein Fahrzeug eingestiegen sein. Der Ablageort wird in den Darstellungen nicht genau definiert, dürfte sich aber, soweit ich das da sehen konnte, von den gezeigten Plänen oder Karten in der gleichen Gegend befunden haben. Wie passt der Fall von Concetta dazu? Dies wird nicht konkret erwähnt. Ich vermute mal, es erfolgte keine weitere Erwähnung, weswegen aufgrund von Täterwissen, dass man jetzt nicht unbedingt preisgeben möchte. Concetta verschwand auf jeden Fall an einem Sonntagabend. Diese Tat geschah ja 10 Jahre später. Aber warum eventuell der gleiche Täter? Bei den Taten an Angelika und Ingrid kann man von einem Täter mit Bezug nach Freiburg fest ausgehen. Eventuell ist der Täter in dem Fall in der Zwischenzeit weggezogen. Hat vielleicht auch keine Taten mehr begangen. Eventuell verheiratet, Kinder. Und an diesem Wochenende hatte er vielleicht etwas in Freiburg zu tun, war alleine dort und es hat ihn wieder gepackt. Er hat es wieder versucht, weil er ja schon mindestens zweimal Erfolg hatte. Aber diesmal versuchte er es nicht am Martinstor. Vielleicht war zu viel los. Vielleicht hat sich auch baulich etwas verändert, so dass er nicht mehr wie früher agieren kann. Also fährt er ziellos oder vielleicht doch gezielt umher, an Bushaltestellen entlang. Denn dort ist die Chance groß, jemanden zu finden, der auf den Bus wartet, wie Concetta. Was habt ihr für Gedanken zu dem Fall? Kommt ihr aus der Gegend? Habt ihr weitere Informationen? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Der Mord an Angelika Stegler wird übrigens sehr oft mit dem Mord an Angelika Seel verwechselt. Angelika Seel war aber das Opfer von Egidius S., dem Bürger von Aachen. Die 17-jährige Angelika Seel tötete er am 31. August 1984 bei Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen. Und der Fall wurde als Filmfall 3 in der Aktenzeichen-Y-Sendung vom 12. April 1985 gezeigt. Zu diesem geklärten Fall gibt es natürlich auch ein Video von mir. Ist ebenso in der Beschreibung verlinkt. So, dann bedanke ich mich mal wieder bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!